So, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Es geht weiter mit einem Backtracking-Part. Yay. Das wird jetzt wahrscheinlich, wir werden viele verschiedene Gebiete sehen, da wo eben noch was offen ist. Unter anderem sind wir mal wieder hier. Das ist in der Untotensiedlung, falls ihr euch ja noch erinnert, mit diesem etwas besonderen Fahrstuhl. Also das war eigentlich das Ende der Untotensiedlung. Und hier ist dieser Fahrstuhl. Wir waren da ja schon mal ganz oben. Bei dem Riesen. Und genau dem sollen wir einen Besuch abstatten. Das machen wir jetzt. So. Also dieser Part, wie gesagt, für die, wo es nicht interessiert, die können ja auf den nächsten warten. Ich weiß nicht, ob der Part heute ein bisschen kürzer oder länger wird. Er wird sich auf jeden Fall nur mit dem Backtracking beschäftigen und im nächsten geht es dann weiter mit Lothrix Festung. So, wir warten auf den anderen Aufzug. Dann gucken wir mal. Ich habe so die Befürchtung, dass es dem Riese nicht mehr gut geht. War mir damals immer eine schöne Hilfe. Mich hatte er verschont. Diesen weißen Ast hatten. Oh ja, das sieht aufgespießt aus. Nee, nicht aufgespießt, aber ziemlich leblos. Wir bekommen den Falkenring. Auch den kennen wir aus früheren Teilen. So. Armer Riese. Bis zum letzten Atemzug hat er hier Stellung gehalten. Behalten müssen. Hat hier aufgeräumt. Ja. Krass, diese ganzen Vogelgeräusche, die hier sind. Ich sehe gar keine. Ah, doch, da hinten, aber... Ja, Riese. Sonst hast du nichts mehr für mich. Schlagen werde ich dich bestimmt nicht. Ehre dem Ehre gebührt. Und wir gucken uns schnell noch den Falkenring an. Na? Da. Vergrößert die Reichweite von Pfeilen. Schön. Dieser Ring gehörte dem Adlerauge Gog, einem der vier Ritter des ersten Fürsten Quinn. In späteren Jahren erblindete der Riese Gog, doch das hinderte ihn nicht daran, mit seinem Großbogen einen gefährlichen Drachen zu erlegen. Der Riese Gog. Ach ja. Sehr schön, dass wir den wieder haben. Ich könnte situationstechnisch vielleicht sogar noch von Nutzen sein, wer weiß. Wir bekommen es ja auch noch mit Drachen zu tun. Über Lothrix Festung. Ich bin mal gespannt, wie wir uns bei der Stelle anstellen. So, Freunde. Und ich habe einen Cut gemacht. Ach, diese traurige Musik hier. Ja, also wir werden das halt ein bisschen schnell abhandeln. Diesen Backtracking-Part. Ich will euch da jetzt nicht jetzt groß mit Laufwegen etc. langweilen, wenn es schon Backtracking ist. Nur das Sinnvolle zeige. Ich möchte jetzt mal da rausgehen. Und wegen dem Baum mal nachschauen, ob da irgendwas möglich ist. Der Baum des... der Samen des Baumes hat mich daran erinnert. Vielleicht hat sich da jetzt mittlerweile das getan. Ach komm schon, jetzt lad doch hier mal. So. Ist aber nur in dem Gebiet so komisch, dass es erst nachladen muss. Da ist er. Riesenbaumsamen noch nicht gefallen. Okay. Ja, dass ich mit dem gefundenen Samen nichts machen kann, das habe ich mir eh schon gedacht. Schade. Na gut. Wenn wir schon mal da sind, könnten wir mal wieder der Krähe einen Besuch abstatten. Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß, es gab ein paar Items, die ich verkauft habe, die man der Krähe hätte geben können. Es gibt ja ein paar extra... Genau, ein paar extra Items, die man abschnattern kann. Ich habe aber keine Liste oder ich will jetzt auch nicht unbedingt alles perfekt tauschen. Ich probiere einfach ein bisschen rum und gut ist. Ich muss jetzt nicht unbedingt alles haben. So, was könnte denn von Interesse sein? Ein Siegbräu. Ich meine, warum nicht? Probieren wir es mal. Pomperum.
Naja. Pumperum! Pumperum! Wohl bekomm's, Krähe. Die Sonnenrüstung. Cool. Das ist jetzt gleich hier beim ersten Versuch was Besonderes abgriffeln. Das ist nett. Gucken wir uns dann auch gleich an. Aber zuerst tausche ich noch ein bisschen Zeug rum. Weiß nicht, das ist jetzt alles nichts so Besonderes. Dann bekommt man auch nichts Besonderes zurück. Natürlich könnte es Ausnahmen geben, aber ich will jetzt nicht alles Mögliche durchprobieren. Wie gesagt, einfach nur so einen kleinen Anstandsbesuch hier. Ich glaube, die Münzen wollte er gar nicht, ne? Mal gucken. Ja. Für Münzen, Funkel, Funkel, Glitzerzeug, diesmal überhaupt nicht so begeistert. Wobei, gut, die war rostig. Hatte ich normale Münzen schon mal probiert. Ich glaube aber nicht, dass er das will. Das Fragment, das will ich mir lieber mal aufheben. Ist ja ein spezielles Item eigentlich. Das Fernglas, nee. Ja, ich könnte es mal... Wir müssen halt mal mit der anderen Münze. Nee, die will er nicht. Okay, ja, 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 ist gut, ist gut. Okay, aber das ist uns schon öfters aufgefallen. Da will nichts Funkelndes mehr. Das war in den früheren Teilen eher so sein Ding. Oder ihr Ding. Drachenkopfstein. Nee, gut, das will ich eigentlich nicht hergeben. Das sind ja einmalige Gegenstände. Der Samen. Der bringt mir eh nichts. Und? Eisengamaschen? Das ist aber lame. Das sind doch so ganz alte Hosen, ne? Okay. Ja, sonst. Das sind ja auch so relativ einmalige Gegenstände. Ne, das darf ich auch gar nicht ablegen. Auch wenn ich es nie benutze. Dann bleibt es halt im Inventar drin, ne? Materialien will ich jetzt eigentlich nicht großartig hergeben. Kann es ja natürlich gut möglich sein, dass da einiges was bringt, aber... Ich weiß nicht. Grasklinge. Ja gut, aber wichtige Gegenstände werde ich mir wohl auch nicht machen können. Zumal ich das hier noch machen muss, fällt mir gerade wieder ein. Das werden wir auch in dem Part noch sehen. Fahren wir uns mal auf Soleum. Okay, da werde ich nochmal... Das werde ich dann offline, werde ich dann nachschauen. Wo wir dahin müssen. Wo genau. Ablegen darf ich es natürlich nicht. Die Puppe auch nicht. Nee, das sind Questgegenstände. Klar, dass das nicht geht. Ja, bei den Waffen und Rüstungen... Man weiß halt nie, was man bekommt. Was sich lohnt, ne? Wenn es weg ist, ist es weg. Das ist so eine Sache. Symbol der Habgier. Könnt's ablegen, komm. Probieren wir's mal. Nee, will er nicht. Weiß ich, die hätte ich eh nicht benutzen wollen. Aber okay. Ja, ich denke, das reicht. Wir haben zumindest eine coole Rüstung abgegriffelt. Was ist denn hier? Blöde Krone, ich weiß ja nicht. Naja, schauen wir uns mal die Sonnenrüstung an. Eine Kettenrüstung und ein weißer Mantel, den ein großes heiliges Symbol der Sonne ziert. Diese Rüstung gehörte zur Standardausrüstung der Ritter des Sonnenlichts. Das Symbol wurde vom Ritter selbst gemalt, doch die Rüstung besitzt keine besonderen Kräfte. Ja, selbst gemalt ist sogar ein Smiley in der Sonne drin. Sehr süß. Naja, warum nicht, ne? Jetzt zu Karneval? Nein. Okay. Ja, ich denke, das reicht. Wir werden jetzt hier das lassen bei der Krähe. Schön. Okay, einen Grund, in den Turm da hinten reinzugehen, habe ich ja eigentlich nicht. Nö, das war's dann hier. Dann werde ich euch jetzt gleich den nächsten Cut antun.
Mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Ja. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier. Und ich muss mich erstmal orientieren, wo ich hin will. Erstmal gucken, wie es da draußen war. Ich möchte jetzt zu diesem einen Typen. Der Hackwood, oder wie er heißt. Aber ich glaube, ich muss... Ich bin mir gerade ein bisschen uneins. Es war da. Ja. Ist hier die Musik anders? War die schon immer so hier? Also das Schnarchen kenne ich jedenfalls noch. Jetzt ist die Musik eh weg. Ich werde die alle ignorieren. Denn da, das sollte ja das Mausoleum sein. So. Die waren mal anstrengender für mich. Mittlerweile zum Glück nicht mehr. Ey, beruhig dich. Ich finde das cool, wie wir einfach so einen geilen Schaden machen, trotz des Schildes, wenn sie blocken. So, ich ignoriere euch, ihr ignoriert mich. Und da steht er auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird jetzt aber kein richtiger Boss sein, sondern so ein typischer Phantomkampf, oder? Ach, ich hätte, ich Idiot, ich hätte das Leuchtfeuer da hinten nehmen können. I should have known. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. Nenn mir einen Preis und wir können verhandeln. Ich meine, so wild bin ich jetzt nicht drauf, mich zum Drachen zu machen. Aber gut, freiwillig, einfach so, mit Kampf gebe ich dir das nicht. Okay. Sollte kein Problem werden. Oh, schöne Kampftechnik. Hat was. Bams. Ja, immer schön Abstand halten. Hey, warum weichst du aus? Hey! Das kostet alles Mana, weißt du? Au. Ja, das geht ja. Das ist ja harmlos. Ja, ich weiß. Das obligatorische Heilen. Steht mir ja auch zu. Ja, ich wollte mal... Ja, kaum will ich mal in Nahkampf, bin ich eh wieder am Arsch. Das ist so typisch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut jetzt. Hey, ja, okay. Wir machen's wieder mit Magie. Ich hab's kapiert. Wollt doch nur mal gucken, wie es abzieht, Mensch. Ganz schön biestig auf dem Nahkampf, der Kerl. Mit seinem seltsamen Stil. Oh. Aber so geht's. Hey! Nicht schon wieder heilen. Jetzt hört's aber auf hier. So wird das ja nie was. Irgendwann kein Mana mehr. Dann guck ich blöd. Toll. Ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Oh. Okay, blocken ist bei dem nicht so sinnvoll. Das tat weh. Oh, rollen ist besser. Bitte heil dich jetzt nicht mehr, das ist ein Problem. Ja, toll! Der heilt sich immer wieder voll. Was soll ich machen? Normalerweise heilen sich die Typen immer eins, höchstens zweimal. Was soll denn der Mist? Achso, komme ich ja nicht auf den Punkt. Beruhig dich doch mal. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er eine begrenzte Anzahl an Heilungsmöglichkeiten hat. Und schon wieder, ey. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn das... Ich muss irgendwie mehr, schneller Schaden machen, so hat das überhaupt keinen Sinn. Och, Mann. Jetzt hör doch mal auf. Ja, richte mich halt hin. Ich will doch nur einmal zuschlagen. Verdammt, noch eins. Ich will doch mal gucken, ob das mehr Schaden macht hier. Ey. Der ist echt krass. Im Nahkampf. Dank seiner ständigen Heilung.
So. Oh, das ist aber nicht so toll. Ich meine, dafür, dass es gerade eine Attacke von hinten war, habe ich mir da ein bisschen mehr Schaden erhofft. Das kann ich eigentlich vergessen mit dem Schwert. Wäre, wenn ich das ständig mache. Aber er darf sich halt nicht heilen. Das hat er auch wieder die Zeit. Hör auf! Oh Gott, ey, wenn der einmal mit seiner Angriffskette anfängt. Shit. Und er hat sich wieder gehalten. Okay, also... dann weiß ich nicht, wie ich den machen soll. Ja, exekutiere mich. Wow. But I am the true dragon. Okay. Und nun? Hat er mir jetzt echt die Steine weggenommen? Funkelnder Drachenkörperstein gehört jetzt dem Meister. Gib an. Ja gut, wir können es ja nochmal probieren und die wahrscheinlich zurückbekommen, ne? Oder war das jetzt eine einmalige Gelegenheit? Der ist jetzt abgehauen, weil er jetzt seinen Stein hat. Ja, das werden wir nur erfahren, wenn wir hingehen. Aber ich nehme die Abkürzung. Da gibt es wenigstens keinen Laufweg Wächter des Abgrunds. Meine Güte, was mache ich? Was mache ich mit dieser dreckigen Heilung? Hatte ich nicht Gegenstände, die Heilung verhindern? Das gilt natürlich dann auch für mich, ne? Aber das wäre was, wo ich jetzt mal ausprobieren könnte. Ich habe ja ohnehin schon ein paar Mal gesagt, wir werden alle seltsamen kleinen Items auch mal ausprobieren. Dass ich ab und zu mal eine Feuerbombe werfe, das ist zwar schon eine Seltenheit, aber sowas wie Wurfmesser etc. haben wir noch nie ausprobiert. Gut, bei dem würde das jetzt nicht viel bringen, aber diese Sache mit dem Dingens, ich probiere jetzt aber erstmal, wie es mit dem alten Schwert läuft gegen ihn. Schön, dass er noch da ist, wartet. Nee, der Schaden ist noch geringer. Kann ich auch verhacken. Hat ja sein können, dass er feueranfällig ist, aber das sieht nicht danach aus. Ach. Ich habe halt so wenig Chancen beim Blocken gegen ihn. Ich habe immer so Rundumschläge gemacht. Wow, das. Okay, das war jetzt. Ja. Aber schön, wir können ihn so oft probieren, wie wir wollen. Und uns die Steine zurückholen. Da erfordert es nur ein bisschen andere Taktiken, wenn der sich immer heilen kann. Ist mal was Neues. Okay. Jo, folgendes Breitschwert. Aber das andere besser. Beim anderen habe ich immer Attacken von hinten gemacht, aber ich denke trotzdem, dass es besser ist. Magie ist die einzige Möglichkeit eigentlich. Ah, there you are. This shall be no petty theft. Vielleicht war ich nicht hartnäckig genug. As the true dragon, I shall take what is rightfully mine. Wir haben ja sowas von die Möglichkeit, ihn eigentlich zu töten, wenn das nicht halt. Wenn es jetzt schnell geht halt. Aber nein. Ja, so schnell zaubern kann ich gar nicht, um das aufzuhalten, ey. Nee, ich muss das Heilen aufhalten. Ich werde nach dem Versuch mal gucken, ob ich da nicht was hab dagegen. So kann ich es eigentlich fast aufgeben. Das hat keinen Sinn. Da kämpfen wir noch bis morgen. Ja, toll. Wenn es schnell gehen muss, ne? Was war das für ein komischer Kraftbug eben? Na, egal. Wenn es schnell gehen muss, muss ich Trank schlürfen. Nimm das. Und das. Und das. Und jetzt heilst du dich wieder, ne? Im nächsten Schlag erst. Schön, dass ich ihn auch interrupte. Oh, Mist! Ist ja eine Chance gewesen. Schnell. Oh, nö, Mann. Es ist so dreckig. Es ist so ultra dreckig.
Ja. Okay. Also ich trinke deutlich weniger wie er. Aber hilft mir nichts. Ja. Du bist doof. Jo, ist ja gut. Ob, wenn ich rausgehen würde, wird mir das auch nichts bringen. Vielleicht kommt er mir nicht nach, aber heilen kann er sich ja dennoch. Der Trick bringt mir nichts. Es ist ja nicht so, dass er zu schwer wäre. Vor allem mit Magie nicht. Aber er muss doch irgendwann mal leer sein. Das kann nicht sein, dass der unendliche Flakons besitzt. Oder. Das ist ja mal krass. Yo, trinkt mal beide. Ist das hier ein Kampf oder ein Saufgelage? Ich bin mir nicht so sicher. Wir stehen anscheinend drauf. Ja, ja, ja. Okay. Ich würde es euch ja gerne rauscutten, aber der Laufweg ist ein bisschen zu kurz dafür. Ja, das ist wieder sehr fällig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jemand kommt, der mir so auf die Rübe gibt. Und das einfach nur, weil er sich heilt wie so ein Vollotto. Eieieiei. Okay. So. Kumpel. Lass mich mal was gucken. Erhöht, stärkt, beschleunigt. Nee, das suche ich nicht. Rufmesser, Toxi explodiert. Ja, das ist alles gut und schön, aber ich suche was anderes. Oder ich habe es mir eingebildet, aber nee, ich meine. Hier. Blockiert bedingt die Estus-Regeneration. Das Untoten-Jäger-Amulett ist das, ja. Okay. Ach stimmt, das andere war ja... Ah. Okay. Das probiere ich jetzt einfach mal, weil ihr habt es gesehen, ich muss mich weniger heilen wie er. Und wenn ich konzentriert bin und ausweiche, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ich hoffe nur, das funktioniert so, wie ich es mir auch vorstelle. Ah, there you are. Erstmal kloppe ich ihn noch ein bisschen runter. Kurz vor der Hälfte. Ja. Kurz vor der Hälfte hau ich dann das Amulett raus. Och, hör doch mal auf auszuweichen. Ups. Ein Treffer geht noch, oder? So, und jetzt bitte nicht heilen. Bitte nicht heilen. Ich heile mich natürlich erst dreckigerweise. So, hat das jetzt geklappt? Scheint so, er nebelt so komisch. Dabei habe ich ihn nicht mal richtig getroffen, aber das scheint egal zu sein. Ich nebel aber nicht, kann ich mich... Ach, ich kann mich ja doch noch weiter heilen. Ich dachte, es geht auf uns beide. Cool. Okay, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich weiß nicht, wie lange der Effekt hält. Gut, und noch einmal. Ach, komm schon. Nein! Nein, du Arsch! Nimm das! Oh Mist. Das hat nicht geklappt, oder? Er nebelt nicht. Er nebelt nicht. Oh Mist! Der hat nur noch ein Fitzel gehabt. Der Plan wäre aufgegangen. Hey, bleib cool. Ich verballer da die ganzen schönen Items. Macht gut, was heißt Items? Die Amulette kann ich dann nur noch wieder nachkaufen. Aber ohne die werde ich es nicht schaffen. Jetzt machen wir langsam hier. Ein Treffer. Und jetzt ist es wieder so weit. Nein! Penner! Wieso ist er nicht neblig? Das war ein Volltreffer.
Das war ein größerer Volltreffer, wie der erste Versuch, wo es geklappt hat. Oh Mann, jetzt habe ich nur noch eins. Ist das einer, ey? Also, dass der mich so lange aufhält, das ist echt noch traurig. Oh. Ah, komm. Das ist doch echt blöd mit dir. Ja. Ich wollte sterben. Das hat keinen Sinn mehr so gehabt. Ach, man muss sich echt beeilen. Es hat nur ein Fitzel gefehlt. Probier's lieber noch einmal, weil ihr habt gesehen, das vorhin war doch ein Volltreffer. Und vielleicht klappt es nur einmal pro Kampf. Deswegen habe ich mich da jetzt einfach mal hinrichten lassen. Ein Versuch haben wir noch. There you are. This shall be no petty theft. As the true dragon, I shall take what is rightfully mine. Bla bla. Bla bla bla. Was bringt dir die Steine? Stehst auch nur blöd da rum und machst nichts damit. Würdest dich wenigstens verwandeln, hätte ich wenigstens einen lustigen Kampf, aber nö. Weißt du, ich hätte dir die einfach so gegeben, wenn du mich lieb gefragt hättest. Selbst schuld. Oh, es hat nicht ge... Ach, man muss da so punktgenau treffen anscheinend. Ich weiß nicht, warum das erste Mal überhaupt geklappt hat. Du warst nämlich auch daneben. So, toll, und jetzt? Jetzt habe ich keine Dinger mehr. Toller, sinnfreier Kampf. Was könnte ich noch machen? Das ist jetzt mein letzter Versuch. Mit der Hoffnung, dass ihm die Dinger doch vielleicht irgendwann mal ausgehen. Ich habe überhaupt nicht mitgezählt, aber mit 5 hat er. Können wir gehen mal... Ey, hör doch mal auf hier. Ich will an die frische Luft, du stinkst. So. Ah, guck mal. Und? Lass mich raten. Ja, du kommst nicht mit. Das bringt mir jetzt natürlich nichts. Wie gesagt, da ist ja nicht zu schwer. Aber... Vielleicht heilt es sich ja nicht, wenn er mich da draußen zieht. Ja, das ist Schwachsinn. Das bringt jetzt natürlich nicht viel. Einfach mal testen, ob er sich heilt. Ja, natürlich. Er heilt sich immer. Und immer wieder. Ja, das Spielchen geht so lange, bis ich keine Magie mehr habe. Boah, das wird bald der Fall sein. Wisst ihr was? Jetzt fangen wir an zu spielen. Mal gucken, wie viel er Schaden beim Bogen bekommt. Mal ein bisschen was ausprobieren. Da haben wir ja noch diese guten Pfeile, ne? Schauen, wie viel Schaden die machen. So. Na, das ist ja nix. Obwohl es schön aussieht. Ja gut, das bringt ja nicht viel. Aber, was habe ich eigentlich noch für Pfeile? Brandpfeil. Wie wär's mit den Giftpfeilen? Vielleicht kann ich ihn so dermaßen vergiften, dass er mit dem Heilen nicht mehr nachkommt. Das sieht so blöd aus, wie die Pfeile da in ihm stecken. Ja, ich weiß, dass du dich heilen kannst, aber ich will, dass du dich vergiftest. Der vergiftet sich nicht. Ich sehe da keinen Giftschaden dabei. Dass er jetzt ein bisschen was verliert oder so. Nee. Ich könnte 100 Pfeile in den reinschießen, das wäre dem egal. Köppe! Ja, wunderschön. Ja, ein bisschen Spiel muss auch mal sein. Okay. Also Pfeile. Ja. Nicht so das Wahre. Gegen ihn. Brandpfeile, ein bisschen in Brand setzen, das wird auch nichts bringen.
17 nur. Ja. Huch, der ging vorbei. Wow. Jetzt weißt du sogar meinen Fallen auf einmal aus. Jetzt willst du es mir aber zeigen. Na warte, ich habe auch noch einiges im Petto. Jetzt holen wir das ganze Programm raus. Was war denn das eben? Muss irgendein Vieh hinter mir wieder gestorben sein. Die kriegen ja zum Glück nichts mit hier. Hat hier schön seine Ruhe. Gut, lassen wir das. Bogen hat sich nicht bewährt. Aber... tun wir es doch endlich. Spielen wir ein bisschen rum. Was haben wir denn so? Wie funktioniert das alles so? Die Bomben, die kennen wir natürlich. Mich interessiert eher der Schaden. 43. Oh, nice. Bringt halt auf Dauer auch nicht viel. Okay, nächstes. Ist eigentlich eine gute Gelegenheit, einfach ein bisschen rumzuprobieren. Bevor das Spiel vorbei ist. Endlich mal. Wurfmesser. Gucken. Hm. Das geht schön schnell. Das gefällt mir. Die Geschwindigkeit der Dinger. Der Schaden eher weniger. Wurfmacheten. Die sollten mehr Schaden machen. Verursacht Blutungsschaden auch noch. Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Was ich alles in den reinschmeiße, in den Kerl, ne? Es ist eigentlich schon sehr sadistisch, also. Was haben wir noch? Blitzurne. Haben wir noch nicht probiert. Gucken wir mal. Komm her. Hui. Nicht schlecht. Da funkelt der schön. So, es ist bald wieder soweit, dass du dich heilen musst. Ja. Oh, er kam nicht dazu. Och, einmal schön interrupted. Aber jetzt wieder voll geheilt. Das ist so sinnlos, ey. Nimm das! Vielleicht verlangsamt ihn das. Und das ist natürlich nur Wunschdenken. Ja, es ist jetzt der letzte Versuch. Was soll ich machen? Er heilt sich halt ohne Ende, der Penner. Hab überall kein Mana mehr. Ach man. Haben wir noch was gehabt? Nö, ne? Haben wir alles ausprobiert. Klar, ich könnte meine Waffen noch verzaubern, aber ihr wisst ja, wie es im Nahkampf um mich steht. Nicht gut. Die Fähigkeiten, ne, das bringt sie ja jetzt nicht. Damit wird die Heilung nicht gemeint sein. Ja, die ganzen Elementzeug, das wird jetzt auch nichts helfen. Interessant, er hat mir aber nur den Körperstein genommen, nicht den Kopfstein. Ohne den geht's doch gar nicht. Beziehungsweise, ohne den kann man keinen Drachenhauch machen. Naja. Ich an seiner Stelle hätte mich gleich beiden bedient. Jetzt dazu. Nee, das ist alles Waffenschaden. Das kann ich hier jetzt nicht schön austesten. Toxifiziert den Feind, die Jauro-Küchlein. Die könnte man noch probieren. Aber die Pfeile haben ihn auch nicht vergiftet. Aber wir wollten es ja mal ausprobieren. Ach, das geht aber auch auf mich, wenn ich nicht auch ein bisschen zumindest. Und ihn juckt das halt gar nicht. Oh. Da können wir noch das nehmen. Wirkt auch auf Nutzer. Ah, das wird die stärkere Version vom Gift sein. Huch, das schmeißt er ja so hinter sich so. Blöd. Ja gut, wenn man gerade am Wegrennen ist, gleich praktisch, aber sonst. Ja gut, Leute. Ja, jetzt haben wir uns auch alle doofen Items angeguckt. Wobei, teilweise war das ja doch interessant. Jetzt kann niemand mehr behaupten, ich hätte es nie ausprobiert. ja. Sonst habe ich jetzt nichts mehr, was ich auf ihn schmeißen könnte. Also der wird sich auch fragen, ey, was der alles auf mich schmeißt, der Kerl. Der muss sich ja wie Gott fühlen. Das juckt ihn alles nicht.
wegen seiner beschissenen Heilung. Also gut, letzter Versuch jetzt. Da hat sich schon 7, 8 Mal geheilt oder so. Aber er heilt sich jetzt gerade nicht. Ich sollte mich beeilen. Ich sag bloß, du hast keine Flakos mehr. Sag bloß, du hattest ein Limit. Endlich! Oh, komm schon! Jetzt lass mich den letzten Schlag machen. Oh. A dragon. More dragon than I. Alter, der. Hey, jetzt kriege ich nochmal einen Kopfstein. Okay. Oh mein Gott. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Aber gut, es war auch ein bisschen Spielerei mit drin. Ich habe ja echt nicht mehr dran geglaubt, dass er irgendwann mal aufhört, sich zu heilen. Nach dem 7., 8. Mal oder wie oft das war. Wahnsinn. Er ist tot. Ich glaub's nicht. Ich dachte, ich gehe jetzt und das war's. Aber nö, er ist tot. Ach, schön. So, Freunde, jetzt bin ich hier und wie ihr seht, ich bin wunderschön. Ja, noch ein bisschen was anderes machen. Und das ist auch das Letzte auf meiner Liste. Danach geht's rund mit, Lothric. Hier seht ihr, wie ich mich ausgerüstet habe. Ich sehe halt so beschissen aus, weil ich mich absolut auf die Feuerressis jetzt, gedings habe. Denn wir versuchen es jetzt erneut, hier in die Lava zu gehen. Übrigens, ihr habt einen Kampf leider verpasst, der nicht aufgenommen wurde. Nämlich hier stand ein NPC, also ein Phantom, und den habe ich getötet, aber die Aufnahme, die Festplatte war voll und es ist leider nichts passiert. So, das suche ich hier. Ich habe nur eins davon, shit. Aber ich werde es brauchen, um das zu überleben. Blut habe ich mir auch reingepfiffen. Los geht's. Gut, und da hinten noch, ja, bis nach... Ach, das Nachheilen ist aber auch kacke, bis... Heilige Flamme. Und raus, komm, raus, 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 raus. Ach, egal. Okay, und es gab noch eine Stelle. Ja, Freunde, hier ist die zweite Stelle, da gab es auch noch ein Item, wenn man sich da reinfallen lässt. Ich weiß jetzt gar nicht den regulären Weg von dem Gebiet, aber... Hab schon offline jetzt gesucht, aber nichts gefunden. Naja. Reinspringen können wir, ja. Und da ist es. Toxisches irgendwas. Und, ah, da hinten ist noch eins. Oh, aber das werde ich nicht schaffen. Oder? Zumindest noch nicht. Ich probiere es natürlich. So, Leute. Ich habe, jetzt natürlich auch mit einer Glut wieder voll gemacht. Ich habe leider diese kleinen Dinger nicht mehr, womit ich mich noch mehr Restis und so. Nee. Ach, aber da war auch ein Vieh. Ich konnte nicht in der Mitte durch, weil da ein Vieh war. Ein bisschen mehr nach rechts. Shit. Ja, morgen hole ich mir übrigens eine neue Festplatte. Weil das geht mir auf den Keks, dass die ständig voll ist und dann bricht die Aufnahme ab. Das muss ja nicht sein. Muss ich gerade mal gucken. Ach, ich habe diese... Mist, ich habe die Feuerdinger nicht mehr. Ich hatte nur das eine gehabt. Ich glaube, das hatte ich auch im letzten oder vorletzten Part dummerweise ausgerechnet, das teilweise verkauft. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn wir ein bisschen mehr Leben haben... Oder wieder dieses Item bekommen. Ich könnte es auch kaufen, ich weiß, aber... Wenn wir das sammeln, dann... Wenn wir wieder finden, dann kommen wir wieder hier zurück. Für heute reicht's, Leute. Ich will jetzt endlich nach Lothric. Das Item wird ein andermal geholt. Backtracking vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis es hier wieder heißt, Let's Play Dark Souls 3.